Hey mein Freund und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Cool, dass du dabei bist. Und das Video heute wird gleichzeitig sowas wie ein Starting Point. Es wird ein Augenöffner sein, denn ich lade dich hiermit jetzt recht herzlich ein, ab dem jetzigen Zeitpunkt tatsächlich all in zu gehen und dich eben nicht mehr zufrieden damit zu geben, dich fremd steuern zu lassen. Punkt. Es geht heute um das Internet, es geht heute um Abhängigkeiten, es geht heute um all das, was uns in den nächsten Jahren noch extremer prägen wird. Und als einleitende Metapher kannst du dir mitnehmen, dass es beim Fasten, das heißt, wenn wir jetzt Essen fasten, ja auch nicht darum geht, nie wieder etwas zu essen, sondern es geht einfach nur darum, beim Fasten zu erkennen, dass wenn ich mal eine Zeit lang bewusst auf Nahrung verzichte, dass das für mich enorm positive Auswirkungen hat. Dass ich dabei die Angst verliere, nicht genügend Nahrung zu bekommen, dass ich dabei die Angst verliere, für eine gewisse Zeit halt eben auch mal komplett ohne Nahrung zu sein. Das heißt, ich verliere Angst auf der einen Seite und auf der anderen Seite gebe ich meinem Körper ganz viel Energie frei, die sonst in Verdauung fließt, damit er sich wieder selbst heilen kann. Und genauso geht es jetzt bei einem digitalen Detox, den wir in den nächsten Jahren zusammen prägen werden, eben auch nicht darum, nie wieder ins Internet zu gehen oder nie wieder die Technik für sich zu nutzen. Es geht bei einem digitalen Detox vielmehr darum, wieder die Kontrolle sich zurückzuerobern. Und wenn ich sage, die Kontrolle zurückzuerobern, dann meine ich das tatsächlich so, wie bei diesem Schiff, das hier gerade an mir vorbeifährt und von einem Kapitän gesteuert wird, so, dass du wieder derjenige bist, der zurück an sein Lebenssteuer gehen soll. Das heißt, uns eben nicht mehr fremdsteuern zu lassen von fremden Meinungen, vom fremden Denken, sondern tatsächlich wieder eine Bindung zur eigenen inneren Stimme zurückzugewinnen. Und ja, wir wollen das heute ein bisschen verbinden mit einem Art Reboot, mit einem Art Neustart, denn es ist ganz einfach so, dass es unglaublich helfen kann, wenn wir für die nächste Zeit eben zusammen einen Rahmen installieren. Das heißt, wenn wir einen Rahmen installieren, in dem wir uns fortan bewegen, in dem wir fortan denken, in dem wir fortan einfach handeln. Denn durch diesen Rahmen, den wir jetzt in den nächsten Wochen zusammen installieren werden, fällt es uns ganz einfach einfacher, nicht mehr über alles nachdenken zu müssen, sondern wir wissen ganz einfach, okay, das darf ich machen, das will ich einfach nicht mehr machen. Und indem ich mir einfach diesen Rahmen abstecke, wird einfach viel Energie frei, um uns in diesem Rahmen freier zu bewegen, weil wir einfach einer der wenigen sind, die fortan uns eben nicht mehr so kontrollieren lassen von dieser Technik. Im Gegenteil, wir wollen wieder die Kontrolle zurückerobern. Und ich habe ein verdammt passendes Zitat dabei. Hör auf, weiterhin den großen Fehler zu machen und dich zwanghaft mit deinen Launen und Gefühlen zu beschäftigen. Wenn du dich nicht bemühst, diesen Fehler loszuwerden, dann wirst du immer der bleiben, der du jetzt gerade bist. Dein Denken, deine Überzeugungen, deine Geschichte und deine Identität. Dies ist das einzigst Vergängliche an dir. Also, wofür brauchst du es noch? Im Moment bist du nichts als ein Haufen verschmorter Kurzschlussschaltungen und überflüssiger Gewohnheiten. Du wirst dein gewohntes Handeln, Denken und Träumen ändern müssen. Und auch deine Art, die Welt zu betrachten. Was du bist, ist vor allem eine Folge schlechter Gewohnheiten. Und du hast viele alte Gewohnheiten, die dich schwächen und die du ändern musst und ändern wirst. Und wie? Nicht, indem du deine Energie auf die Kontrolle der alten Gewohnheiten konzentrierst, sondern indem du sie vor allen Dingen einsetzt, um neue Gewohnheiten entwickeln zu wollen und zu werden. Und mein Freund, ich bin jetzt sowas von ehrlich zu dir, dass ich sagen kann, dass ich definitiv das auch noch nicht alles im Griff habe. Das wäre gelogen. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass ich für mich feststellen durfte, dass es sich eben nicht mehr gut anfühlt, wenn ich tagelang ohne Ziel, ohne eigene Werte, ohne eigene Orientierung mich einfach treiben lasse. Und ich habe das jetzt wirklich für Wochen ausprobiert, einfach um sagen zu können, ich habe es ausprobiert. Ganz viel loszulassen und ganz viel mich eben auch mal treiben zu lassen. Aber ich musste einfach feststellen, dass es sich am Abend einfach
weder bewusst anfühlt, noch wirklich gut anfühlt. Und ich verspreche dir auch, dass es sich, wenn du jetzt die Kontrolle zurückeroberst über deine Handlungen, über deine Gewohnheiten, dass es sich an vielen Tagen auch nicht gut anfühlt. Aber dass es sich wieder sinnhaftig anfühlt und dass du das Gefühl auf jeden Fall hast, dich wieder weiterzuentwickeln und dich wirklich zu befreien. Das heißt, dass du wirklich in eine Richtung gehst, die sich mit einem Sinn beladen anfühlt. Dass du weißt, okay, ich habe heute einen Step in die richtige Richtung gesetzt und mich eben nicht mehr ja, überall irgendwie fremdsteuern lassen. Passendes Zitat, was du dir auch merken kannst, ist, ich glaube, das kommt aus dem Schamanismus, ich weiß es aber nicht ganz genau, to be everywhere is to be nowhere. Also überall zu sein, heißt nirgends zu sein. Und übertrag das jetzt mal wirklich aufs Internet, da lässt du dich überall von Videos, von Texten, von Bildern, von Zitaten eben überall reinziehen in diese verschiedenen Welten. Aber für deine eigene Welt, für deine eigene Wahrnehmung, für deine eigenen Ziele bleibt immer weniger Energie, immer weniger Fokus zur Verfügung. Das heißt, wenn du jetzt morgens aufstehst und weißt, okay, eigentlich will ich, muss ich diese Sache jetzt machen, aber kannst dich dann nicht mehr für eine Stunde wirklich darauf nur fokussieren, wird es halt immer schwerer, in der Zukunft wirklich auch mal Sachen zu machen, die sich halt eben nicht so gut anfühlen, die aber für deine Entwicklung notwendig sind. Ganz einfach, weil du dein Inneres so sehr darauf konditionierst, immer nach kurzfristigen Befriedigungen Ausschau zu halten, nach kurzfristigen Belohnungsmomenten, nach kurzfristigen Motivationsmomenten. Aber wenn du eben nicht lernst, wenn wir beide nicht lernen, diese Motivation wieder zurück in uns zu holen, dann sind wir halt auch in Zukunft immer davon abhängig, dass wir irgendwo im Außen Motivation aufschnappen. Viel belohnender ist es aber, dass wir die Motivation wieder zurückholen und am Abend uns eben selbst sagen können, was wir gut gemacht haben. Und so bauen wir dann halt Stück für Stück wieder die Bindung zu uns selbst auf, die uns dann tatsächlich in Zukunft antreiben wird. Auch durch dunkle Tage, an denen wir eben wenig Drive haben, an denen wir wenig Motivation haben. Und deswegen ab dem heutigen Tag damit beginnen. Warum? Ganz einfach, weil ich dir auch versprechen werde, dass es in den nächsten Jahren noch viel schwerer wird. Weil all diese Technik, all diese Internet-Applikationen, all das, was im Internet passiert, eben ganz bewusst noch abhängiger, ja, abhängig machender gestaltet werden wird. Das heißt, in der Zukunft wird es noch schwerer, da die Kontrolle zurückzuerobern. Und ich verspreche dir, dass wenn du mit mir jetzt zusammen beginnst, da eben die Kontrolle zurück uns zu erobern, dass wir in x Jahren dankbar darauf zurückblicken werden, weil wir dann feststellen, dass so viele da draußen tatsächlich in der Sucht sind, dass so viele da draußen abhängig sind. Und wir haben jetzt schon, wo es noch relativ einfach ist, damit begonnen und können anderen dann fortan dabei Inspiration liefern und für uns dankbar darauf zurückblicken, weil wir dann tatsächlich auch die kleinen Momente wieder genießen können und weil wir halt einfach unsere Ziele verfolgt haben und nicht den Idealen von anderen Leuten hinterhergelaufen sind. Deswegen, mein Freund, mit mir zusammen jetzt damit beginnen und die Schritte einleiten, die uns tatsächlich jetzt wieder in eine Richtung führen, die sich langfristig für uns gut anfühlen wird. Nicht immer so, dass es sich glücklich anfühlen wird, aber auf jeden Fall sinnhaft. Und da fühlt es sich am Abend dann vielleicht sogar mal besser an, auf ein kurzfristiges High-Gefühl zu verzichten, in dem Wissen, dass sich heute aber was gemacht hat, was sich langfristig bezahlbar macht. Und genau das ist das, was ganz viele heute verlernen, mit mir in den letzten Wochen eingeschlossen. Ich will es mir jetzt wieder zurückerobern, weil ich aus meiner Anfangs-NoFap-Zeit eben ganz genau weiß, dass es eben ein Trugschluss ist zu denken, dass man, wenn man jetzt sagt, ich will dieses High-Gefühl, dass sich das wirklich gut anfühlt, es ist einfach ein Trugschluss. Denn es fühlt sich unglaublich viel, viel mehr belohnender an, wenn man heute und morgen und übermorgen Nein zu so einem belohnenden Gefühl sagt, dann aber vielleicht in ein, zwei Monaten sagen kann, ey, guck mal, da habe ich Nein gesagt, heute kann ich Ja sagen und ich fühle es heute unglaublich viel stärker, weil das ist jetzt wirklich ein Glücksgefühl, was ich mir selbst erarbeitet habe. Das heißt, ich habe wirklich was dafür gemacht.
Und in einer Download-Gesellschaft, wo wir uns permanent per Klick irgendwas herunterladen können, funktioniert es bei den wirklich tiefen Glücksgefühlen, bei den wirklich sinnhaften Gefühlen eben nicht so. Sondern es ist ganz einfach so, dass wir Zeit irgendwo rein investieren müssen und dann erst die Belohnung wirklich ja ernten dürfen. Genauso wie wir eine Saat säen, die wir irgendwann erst ernten, ist es genauso, dass wir jetzt die Gewohnheiten säen und in 5 Jahren dankbar darauf zurückblicken. Deswegen mit mir zusammen starten, den digitalen Detox eben nicht als etwas ansehen, was wir machen müssen, sondern was wir machen dürfen. Und jetzt mit mir zusammen das zu säen, was uns in 5 Jahren tatsächlich dann auch die Früchte beschert, die wir ernten wollen. Und das ist beileibe nicht das, was uns im Internet bei vielen Seiten heute vorgegaukelt wird, was uns im Fernsehen vorgegaukelt wird, sondern was du säen wirst, das weißt nur du ganz genau. Und das ist ganz oft auch eine Sache, vor der man Angst hat. Aber auch da, ein Hindernis zu überwinden, fühlt sich am Ende des Tages einfach viel belohnender an, als halt einfach nur über die Erde zu kriechen. Deswegen mit diesen Worten war's das. Ich hoffe, du hast die Quintessenz verstanden. Und zu diesem Thema wird es in der nächsten Zeit definitiv noch einige inspirierende Videos geben, die uns auf unserer Reise unterstützen und die uns motivieren, diesen Rahmen beizubehalten und da die Richtung ja fortzusetzen. Mit diesen Worten war's das. Hau rein. Bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Video. Nur das Beste. Hau rein. Dein Maurice.